Hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zu unserem nächsten Trading Insights. Ich begrüße auch den Ingmar heute wieder dabei. Ja, guten Morgen, René. Hallo auch in die Runde. Themen heute: Wir werden uns nach wochenlangem Blindflug, weil ja durch den Shutdown, ich glaube, wie viele Wochen waren es? 5 oder 6 Wochen, kein COT-Report aktualisiert wurde. Und die haben das dann immer 2 Reports pro Woche veröffentlicht, so dass man jetzt wieder auf dem aktuellen Stand ist. Werden wir uns mal da ein wenig damit befassen, werden uns anschauen, welche Märkte sind denn jetzt gerade interessant, laut diesem Report nach den Positionierungen der großen Adressen, und werden uns dann später auch mit dem Market Profile befassen. Wie schaut da die praktische Anwendung aus? Haben wir natürlich sehr ausführlich auch in den Real Money Trader Ausbildungen bzw. im RW Mentoring auch thematisiert und machen das natürlich auch permanent im Trading Room, dass wir dieses Instrument einsetzen. Wir werden es aber trotzdem mal so grob und kurz hier anreißen, damit jeder mal da so ein bisschen damit vertraut wird. Bevor wir loslegen, wie üblich, die rechtlichen Hinweise. Wir richten uns auch heute an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Alles, was wir hier besprechen, dient natürlich nur Demonstrationszwecken, zeigt und erklärt, was wir machen und wieso, aber ersetzt natürlich keine Anlageberatung und ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von jedweden Wertpapieren. Und natürlich sollte sich jeder auch der Risiken, die mit dem Handel von Hebelprodukten verbunden sind, bewusst sein. Das kann bis hin zum Totalverlust reichen, bei einem Erreichen des Knockouts, wertloser Verfall von Optionsscheinen, und natürlich kann der Emittent auch ausfallen. So, erstes Thema am heutigen Tag: COT-Report ist wieder verfügbar bzw. ist wieder auf dem aktuellen Stand, und da haben wir ein paar Märkte, die im Moment ganz interessant sind. Erster Markt, in dem auch natürlich einige, weil wir es in der MDC schon eine Weile auch drin haben, aktiv sind bzw. positioniert sind, ist der Kaffee-Future. Wir sehen jetzt hier den, ja, letzten Stand, 19. Februar. Also wir sind jetzt so langsam auf dem aktuellen Niveau fast wieder und sehen hier, wenn wir ins Open Interest schauen, die Verteilung des Open Interests, welche Händlergruppen sind wie stark vertreten, also auf der Short-Seite, wer hält da die größten Positionen, beziehungsweise wer ist kaum auf der Short-Seite vertreten. Das ist immer ganz aussagekräftig, weil natürlich verschiedene Händlergruppen auch unterschiedliche ja, Zwecke verfolgen mit ihren Aktionen. Die Produzenten zum Beispiel, logischerweise, wollen sich absichern gegen fallende Preise, beziehungsweise schreiben Preise fest. Und wenn die Preise nur in geringem Maß festschreiben, dann ist das eher ein bullisches Indiz, weil offensichtlich lohnt es sich dann kaum, sich abzusichern. Das heißt, entweder positive Markterwartung, oder eben es ist nicht rentabel, da unten Kontrakte abzuschließen. Ein Kontrakt ist ja immer ein Vertrag, der zur Lieferung des Rohstoffs in diesem Kontraktumfang zu dem festgelegten Preis verpflichtet. Und naja, wenn ich keine großen Margen habe, wenn wir eine Pommesbude hätten und uns würden die Kunden, wir bräuchten 2,50 € pro Portion Pommes, und uns würden die Kunden aber nur 70 Cent bieten, ich würde die Pommes nicht über die Theke reichen. Genau das ist dann auch hier der Charakter dahinter. Also deshalb immer Anteil der Produzentenpositionen, der Produzentenshorts im Open Interest. Und das muss man natürlich historisch dimensionieren. Und das ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Diejenigen, die Zugriff auf unseren Real Money Trader Research Bereich haben, können da das historisch dimensionieren. Und wir machen das hier an der Stelle auch mal, damit man mal so einen Eindruck bekommt. Sind denn 31% Anteil der Shorts am Open Interest seitens der Produzenten viel? Wenn die also etwas weniger als ein Drittel der Shorts halten, ist das viel oder ist das wenig? Und da sehen wir die langfristige Historie. Hier oben der Preisverlauf von Kaffee und hier oben der prozentuale Anteil der Produzenten-Shorts im Open Interest. Open Interest, um es nochmals zu erklären, wir haben das ja schon oft thematisiert, ist, wie der Name schon sagt,
die Zahl aller offenen Kontrakte, die noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossen sind. Im Prinzip also ein Maß der Spekulation sozusagen. Und wenn von den offenen Short-Positionen vergleichsweise wenige auf die Produzenten entfallen, dann ist das eher ein bullisches Moment. Wenn man so eine Indikation vor sich hat, man muss das ja noch gar nicht verstanden haben oder gelernt haben, sondern einfach mal draufschauen und beobachten, was passiert denn, wenn? Also wenn wir relative Tiefs hatten hier in dieser roten Kurve, das ist das Percent of Open Interest der Produzenten-Shorts. Also immer wenn das niedrig war, hatten die einen vergleichsweise geringen Prozentsatz der Short-Position. Angenommen, es sind 100 Kontrakte offen, 100 Kontrakte Short insgesamt. Wie verteilen die sich? Wenn das zum Beispiel in hohem Maße Spekulanten sind, die auf der Short-Seite positioniert sind, Spekulanten müssen irgendwann durch ein Gegengeschäft die Positionen schließen. Dann ist das zum Beispiel eher ein bullisches Moment. Wenn der Anteil Shorts sehr hoch ist und von den Produzenten sehr hoch ist, das haben wir zum Beispiel hier gesehen, da gibt es in der Spitze 70%, 75% Anteil der Produzenten im Short Open Interest. Das waren immer relative Hochs im Markt. Das sehen wir hier. Das sind dann nicht immer die ultimativen Hochs, sondern manchmal gibt es eine kleine Korrektur und dann schaut das schon wieder anders aus. Aber hoher Anteil der Produzenten-Shorts im Open Interest heißt, von 100 Short-Positionen, die offen sind, von 100 Kontrakten, sind dann 70 auf die Produzenten entfallen. Das heißt, diejenigen, die sich am besten in dem Markt auskennen und vor allem diejenigen, die diesen Rohstoff produziert haben, die ihn besitzen und die ihn verkaufen wollen zu einem Preis, der für sie von der Marge her okay ist, die haben in hohem Maß Kontrakte verkauft. Das heißt, sie schreiben Preise fest. Das ist naturgemäß eher bei hohen Preisen der Fall, wenn sie hoch bewertet werden, auch von den Produzenten. Und was wir zuletzt hatten, wir haben es jetzt hier gerade gesehen, 31,7%. Das ist hier noch inklusive 2018. Das ist nicht der ganz aktuelle Stand, sondern ich habe den Chart einfach mal reingenommen, damit ihr so eine historische Dimensionierung habt. Das muss auch alles erstmal wieder aktualisiert werden, jetzt wo die Daten wieder da sind. Auf jeden Fall 31,7% ist ungefähr hier auf diesem Niveau. Das hatten wir erstmals im Jahr 2017, Mitte des Jahres. Das war ungefähr hier, da der Preis dann auch nach oben reagiert. Das schaut jetzt nicht spektakulär aus, liegt aber auch daran, dass es natürlich ein sehr langfristiger Chart ist, bei dem die Bandbreite von 100 bis 300 reicht. Und das hier war so ungefähr von 125 bis 145. Also immerhin 15% Anstieg hat es da gegeben. Das war schon mal nicht ohne. Auf jeden Fall immer, wenn die Produzenten-Shorts im Open Interest vergleichsweise niedrig sind, und das sind sie im Moment auch, mit 31%, ist fast das Allzeittief, dann ist Kaffee tendenziell eher ein Kauf. Aber wir müssen halt auch hier verstehen, gerade diese Bass-Phasen in Rohstoffen und gerade wenn wir so eine Liquiditätsschwemme hatten, wie wir sie bekommen haben über, ja, über 4, 5, 6 Jahre durch Niedrigzinsen und zwar weltweit durch Anleihenkäufe und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, dann muss es natürlich klar sein, jede Phase, die da vorherrscht, die kann natürlich länger andauern, das kann sich alles ziehen. Das ist der Grund, warum eben viele Sachen, warum man von den Preisen her jetzt bei Kaffee schon eine ganze Weile auf einem attraktiven Niveau ist, aber es sich noch hinzieht. Zudem haben wir auch dort Rekordernten gehabt. Und das Spannende hier an diesem Markt ist, und das erinnert mich sehr an, und da hilft mir auch sehr die Situation 2012 bis 2014. 2014 war es auch so, damals gab es innerhalb eines Jahres, innerhalb einer Ernteperiode Dürre und später Frostschäden. Der Preis hat sich dann innerhalb von 6, 8 Wochen verdoppelt, von 100 auf, oder von knapp 100 auf 220 in der Spitze. Und das dauerte aber ewig, bis das mal losging. Und damals war es aber auch so ähnlich wie jetzt. Wir hatten jetzt zum Beispiel in dieser Woche auch schon, hatten wir auch schon positive Nachrichten im Prinzip, dass die Ernte nach jetzigem Stand schon mal um 15% schlechter ausfallen wird, dass es Probleme mit Dürre gibt. Aber der Preis ist nach diesen Nachrichten, die waren schon so um den 20. Januar herum bekannt, ist der Preis nicht wirklich nach oben gegangen, sondern im Gegenteil, er ist noch mal ein bisschen nach unten gegangen. Und das war damals auch so.
Damals hatten wir auch schon Meldungen über Dürreschäden und der Preis hat aber kaum reagiert. Der hatte vorher so eine kleine Erholung hingelegt. Die haben wir hier auch gesehen gehabt, aber nur in einem überschaubaren Maß. Und damals waren wir so bei 120, 125. Und als diese Meldung kam, ist überhaupt nichts passiert im Preis. Und das hat mich damals natürlich verunsichert, weil ich mir dachte, okay, wenn es selbst bei solchen Nachrichten nicht nach oben geht, wie soll es denn dann jemals steigen? Und dann hat es kurz darauf gemacht, bumm, da hat sich wahrscheinlich diese Dürre nochmal dramatisiert und dann ging es richtig ab nach oben, dann kam man da gar nicht mehr hinterher, da gab es Tage, da hat der Kaffeepreis um, was weiß ich, 10% zugelegt, also wahnsinnige Bewegung. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Man wird natürlich in der Ausbildung viel Wissen vermitteln können, aber oder ihr werdet euch auch viel Wissen aneignen können, darüber, dass ihr viel lest, dass ihr Märkte viel beobachtet. Aber Erfahrungswerte im realen Handel mit realen Trading-Situationen, wo man mit realem Geld drinsteckt, wird niemand ersetzen können. Und da bin ich eben sehr dankbar über jede Situation, so schmerzhaft die teilweise auch waren, die ich in der Vergangenheit miterleben durfte. Denn dadurch, dass ich damals sehr intensiv miterlebt habe, ich war da mit einer ordentlichen Position drin, 8 Kontrakte in der Spitze oder 10 sogar in der Spitze. Dadurch weiß ich sehr genau, wie die einzelnen Gefühlslagen waren, wie die einzelnen Nachrichten waren und was mich damals irritiert hat, wie ich es genutzt habe, was ich falsch gemacht habe oder was ich suboptimal gemacht habe, was ich hätte besser machen können. Und das sind Sachen, die meisten ziehen halt Dinge einfach nicht durch und sind gar nicht lange genug dabei, sind auch gar nicht lernwillig und erfahrungsbereit. Wenn aber jemand sagt, okay, ich bin begeistert dafür, ich will das lernen und ich will Erfahrungen machen und Erfahrungen werden immer mit Schmerzen an der Börse auch mit Verlusten einhergehen. Die sind in anderen Berufen, ich habe es letztes Mal oder vorletztes Mal auch schon gesagt, in anderen Bereichen, in jedem normalen Beruf werden eure Erfahrungen auch Geld kosten. Nur nicht euer Geld, wenn ihr Auszubildender seid oder Angestellter seid, sondern die Firma zahlt das. Das ist die Sache. Deshalb haben viele da eine ganz komische Einstellung dazu. Ich wusste das immer schon, als ich mich mit diesem Geschäft befasst habe, ab 1997. Ich wusste vieles noch nicht, aber ich wusste von vornherein, dass ich immer die Verantwortung für das, was ich mache, übernehmen muss und vor allem, dass es immer so sein wird, dass ein Lernprozess mit Schmerzen, Aufwand, in welcher Form auch immer, zeitlicher Aufwand, mentaler Aufwand, finanzieller Aufwand, dass es immer damit verbunden sein wird. Und so ist es hier auch. Deshalb, auch wenn man jetzt so ein bisschen irritiert sein mag, dass da schon die ein oder andere leicht positive Nachricht kam, der Preis aber noch nicht nach oben gegangen ist, das war damals auch so. Also von daher, wir haben vom COT-Report hier für Kaffee eine ganz interessante Konstellation. Nur wir müssen auch immer eines uns bewusst machen. Das sei an der Stelle noch erwähnt. Wir sehen hier nur die potenzielle Konstellation. Also wir sehen zum Beispiel, wenn wir einen niedrigen Anteil der Shorts, der Produzenten-Shorts im Open Interest haben, sehen wir, okay, die schreiben im Moment keine Preise in großem Maße fest. So, das ist ja okay. Aber damit der Preis steigt, müssen ja diejenigen, die große Short-Positionen halten, müssen ja dann auch ihre Shorts covern. Das sind die Spekulanten. Und dazu braucht es erstmal natürlich einen gewissen Preisimpuls. Das wird auch eine bestimmte Nachrichtenkultur brauchen. Also das ist immer nur eine ganz grobe Indikation, die mir sagt, ja, wir sind eher unten oder wir sind eher oben. Und wir sollten Chancen auf der Long-Seite suchen oder auf der Short-Seite. In dem Fall ist es auf der Long-Seite. Aber das heißt nicht, ach, wir lesen das ab und jetzt geht's nach oben. Das wäre schön, wenn es so wäre. Schaut euch aber auch da einfach nur mal die Historie an. In vielen Fällen, gerade in Phasen, in denen die Zinsen gestiegen sind, das war hier diese Zeit, in Phasen steigender Zinsen ist das Timing von einem solchen Indikator besser. Haben wir hier gesehen, da ging das sofort nach oben, als das ein relatives Tief markiert hat. Das war damals eine ganz andere Bandbreite auch, was natürlich damit zu tun hat, dass damals nicht die Liquidität vorhanden war, wie es dann eben ab 2010 der Fall war. Man sieht hier, dass das sich ab 2010 das Universum gedehnt hat. Da ist der Indikator einfach viel weiter nach unten gegangen als vorher, was einfach damit zu tun hat. Wir haben ein viel größeres Open Interest insgesamt bekommen. Die Märkte haben massig Liquidität bekommen, also dehnt sich alles. Jeder Oszillationsraum, den es vorher gegeben hat,
dehnt sich. Ist ja eine ganz klare Sache, weil mehr Positionen dann offen sind. Es kann mehr G oder auch verkauft werden. Es können mehr spekulative Positionen durch eben dieses billige Geld aufgemacht werden. Und dann dehnt sich alles. Das heißt, alles kann länger dauern. Es kann mehr ins Extrem laufen. Aber wenn wir mal nur davon ausgehen, wenn wir sehen hier diese Wendepunkte, da hat das sofort reagiert in dieser Zeit. Und dann haben wir hier 2012 gehabt, Ende 2012. Da gab es mal immer wieder so, als wir dann das Extrem erreicht hatten, gab es mal kurze Gegenreaktionen. Aber im Prinzip damals, ich habe die gleiche Grundlage benutzt für mein grundsätzliches Handeln in diesem Markt wie vorher auch. Nur, das hatte sich gedehnt und ich war so ab 150, 160 schon auf der Long-Seite. Das ging runter bis 100. Und dann kam aber dieser Schub hier. Und das ist eben etwas, was man sehen kann und was man auch lernen muss darüber. Das dauert manchmal einfach ein Weilchen. Hier hat es fast 2 Jahre gedauert, bis es sich dann mal wirklich gelohnt hat. Hier hatten wir das auch im Jahr 2015. Da war ein lokales Tief. Der Markt hat aber, das war an diesem Punkt ungefähr, der Markt hat locker noch, ja, knapp ein Jahr gebraucht, bis dann mal wirklich ein Schub nach oben kam. Dadurch ist dieses Instrument nicht falsch. Ich muss nur verstehen, dass nichts perfekt funktioniert, dass es immer Phasen geben wird, aus fundamentalen Gründen heraus, in denen ein bestimmtes Instrument auch mal nicht so optimal funktioniert. Und das, was die meisten ja falsch machen, ist, dass sie sagen, oh, hat jetzt zweimal nicht funktioniert. Also das ist das, was ich permanent lese, auch diese Woche wieder. Funktioniert nicht mehr. Dann gucke ich drauf, denke mir, Wahnsinn, hat jetzt gerade zweimal nicht so doll funktioniert, aber gar nicht mal katastrophal fehlgeschlagen, war jetzt bezogen auf was ganz anderes, aber wenn man sich nicht wirklich intensiv mit etwas befasst, zieht man nur ganz schnell den Schluss, ach, funktioniert nicht mehr. Nach zwei Situationen, die vielleicht nicht so doll gelaufen sind, nach zwei Prognosen, die nicht gut gelaufen sind, nach zwei Signalen. Wenn man sich tiefer damit befasst, dann weiß man, ja klar, es gibt Phasen, da haut irgendwas mal 6, 7 Mal daneben, aber es funktioniert trotzdem noch. Und das ist eben der Punkt. Jeder muss sich wahrscheinlich viel, viel intensiver, als er es tut, mit genau diesen Sachen befassen. Ich bin immer so ein bisschen erschrocken, weil wir sprechen ja jetzt hier über Sachen, die falsch gemacht werden. Es gab zum Beispiel damals, das wird der irgendwann auch noch wissen, so um die Jahrtausendwende war es wirklich schwierig, an Informationen ranzukommen. Es gab ganz wenige Informationen über Rohstoffe sowieso. Es gab keine Markttiefe und so weiter und so fort. Es gab keine gute Qualität von historischen Charts, Daten wie COT-Daten. Das hat kein Mensch damals gekannt und war nicht öffentlich zugänglich. Und wir sprechen hier aber über Sachen, die zugänglich sind. Und so ein Chart hier, den kann ich, ohne dass ich etwas weiß. Also man müsste jetzt gar nicht wissen, was ist das hier? Ist das das Open Interest? Wie funktioniert das? Was bedeutet das? Das muss gar keiner wissen. Ich gucke hier auf den Chart drauf und sehe, immer wenn die rote Linie oben war, gab es auch ein relatives Hoch bei der schwarzen Linie hier oben. Wenn das hier oben der Kaffeepreis ist, weiß ich, ah, rote Linie oben, Short. Ich gucke, was ist passiert, wenn die rote Linie unten war. Ah, tendenziell eher Long-Situation. Gut. Dann sehe ich hier, frage ich mich im nächsten Schritt, wie lange hat das gedauert? Ah, das war ein paar Mal sehr gut getimed. Klasse. Dann war es aber auch zweimal hier so, dass man, wenn man das Tief erwischt hätte, was man natürlich vorher nicht weiß, wo das Tief genau bei dem Persons of Open Interest ist. Aber wenn man jetzt genau von dem Tief ausgegangen wäre, ah, das hat auch mal ein Jahr gedauert noch und hat 30% geschwankt. Also, dass man nicht einfach mal hergeht und sich mal einen Chart anschaut und sich mal die Fakten bewusst macht. Wie lange dauerte das? Wie gut waren die Indikationen? Wie funktioniert das überhaupt? Das finde ich dabei natürlich so ein bisschen erschreckend und das braucht aber Eigeninitiative. Manche machen das, manche machen es nicht. Und das würde ich hier auch immer raten. Heißt also, zusammengefasst, Kaffee tendenziell in einer interessanten Konstellation. Terminstruktur hat sich auch so ein bisschen aufgehellt, wobei das bei Kaffee nicht so die riesige Aussagekraft hat, wie bei anderen Märkten. Und wir sehen aber hier eine potenziell interessante Ausgangssituation, aber die wird sich nur in einem Anstieg entladen können, wenn da jetzt ein Impuls auch kommt. Impulse können zum Beispiel sein, dass wir mal so einen Tag bekommen mit 4, 5% Anstieg. Das sind typischerweise ganz zuverlässige Startimpulse. Also wenn wir jetzt mal so einen Tag bekommen, wo es so 5, 6 Cent nach oben zieht, das wäre zum Beispiel eine bullische Indikation. Und oder eine Preisbestätigung dafür. Und die haben wir bislang in diesem Markt noch nicht.
René, kurze Frage vom Thorsten. Der fragt, ob die Gefahr besteht, dass die Aussagekraft der COT-Daten fällt, wenn zum Beispiel die Produzenten, die Verbraucher das Hedging auslagern sollten, als Beispiel zu Investmentbanken, und damit nicht mehr als Produzenten zugeordnet werden in dem Report. Hast du sowas schon mal erlebt oder siehst du so eine Tendenz oder kannst du da überhaupt irgendwas zu sagen? Ja, da haben wir gerade ich glaube am Freitag sogar im Trading Room drüber gesprochen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das passiert hier in einigen Märkten. Also deshalb, man kann nicht pauschal sagen, in jedem Markt ist das, kann man mit genau diesen Daten gut arbeiten. Wir haben das in dem Research-Bereich, haben wir die Märkte, wo man damit gut arbeiten kann, auch dargestellt und diejenigen, bei denen es nicht so gut funktioniert, nicht dargestellt. Zum Beispiel Erdgas. Bei Erdgas ist es so, dass sehr viel Hedging eben über Banken, Investmenthäuser läuft. Und dann tauchen diejenigen oder dann tauchen die Produzenten Hedges zum Beispiel in einer ganz anderen Kategorie auf. Also das ist generell eine schwierige Sache. Es hat sich auch durch diese Neukategorisierung 2006, wo ja dann ein neuer Report dazu kam und die Händlergruppen auch nochmal neu kategorisiert wurden, einige aus dem Commercial-Lager auf einmal dann bei den Large Traders gelandet sind. Dadurch hat sich zum Beispiel auch die Aussagekraft für die Aktien, für die für die Indizes auch total verändert. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb sollte man da natürlich auch immer darauf achten und muss eigentlich sehr viel mehr in die Tiefe gehen. Also ich müsste jetzt zum Beispiel das, was wir jetzt, deshalb ist eine sehr, sehr gute Frage und sehr wichtig, dass wir das auch besprechen. Das, was wir gerne machen, ist ja, wir gucken auf den Chart, sehen, in der Vergangenheit immer, wenn es unten war, zack, bei 30% konnte man long gehen. Die Sorgfalt gebietet eigentlich, dass wir nicht nur uns diese lapidaren Charts anschauen, sondern dass wir regelmäßig auf der Seite der CFTC, www.cftc.gov, schauen, gibt es News? Und wenn es dort irgendwann mal Nachrichten gibt, dass es eine Neukategorisierung gibt, das war ja damals auch bekannt, also das kriegt man ja mit, dann muss man auf jeden Fall, muss man da viel kritischer damit umgehen und muss aufpassen. Deshalb ist es auch erstens wichtig, immer eine Preisbestätigung mit reinzunehmen, aber zweitens, das ist das, was wir im Mentoring ja auch immer wieder betont haben, muss man viel mehr Aufwand betreiben und sich viel mehr informieren, als man es eigentlich macht. Ich weiß ja von mir selbst auch, dass ich das immer sehr gerne einfach gehalten habe, ganz früher, und habe mir gesagt, okay, wenn das so und so in der Vergangenheit war, dann muss es in der Zukunft auch sein. Man muss sich viel mehr informieren. Das heißt also, wenn ich bestimmte Daten nutze, dann muss ich gucken, gibt es da News, gibt es da Veränderungen? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. In einigen Märkten, Erdgas zum Beispiel, kann man die COT-Daten so, also mit den klassischen Anwendungen, wie man es hier macht, nicht benutzen, weil dort einfach die Kategorisierung eine andere ist. Die haben offensichtlich sehr viel Hedging ausgelagert und könnte natürlich passieren, wenn das jetzt in einem bestimmten Bereich auch passiert, in anderen Rohstoffen, dann wäre da die Gefahr, dass es schlechter funktioniert in der Zukunft. Deshalb auch da wieder. Ich muss es über die Masse machen. Ich darf das jetzt nicht in einem Markt machen und darauf vertrauen, dass es immer funktioniert, sondern ich sollte das in 10, 12, 15 Märkten machen. Und dann sollte man natürlich auch seinen Verstand, so seinen gesunden Menschenverstand, den ja jeder von uns hat, einschalten. Ich glaube, jedenfalls meine Meinung und mein Erkenntnisstand, das wird natürlich jetzt bei Rohstoffen, wo die Margen sehr hoch sind, wird das eher passieren, dass die das Hedging auslagern. Das wird ja immer auch mit Kosten verbunden sein. Ich würde jetzt mal vermuten, ohne dass wir sicher sein können, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass es Rohstoffe, bei denen sogar Subventionen nötig sind, damit das überhaupt weiter produziert wird, weil die Margen nicht groß genug sind. Also da zählen Kaffee, Zucker und so weiter dazu. Ich würde mal behaupten, dass es dort nicht so gefährdet ist, dass die das auslagern. Aber es ist nur meine Einschätzung, die kann auch falsch sein. Auf jeden Fall, es funktioniert nicht in jedem Markt und genau das ist ein entscheidender Punkt. Regelmäßig auf der Webseite von der CFTC nachlesen, gibt es Änderungen, gibt es neue Kategorisierungen. Wenn das passiert, muss man auf jeden Fall vorsichtiger werden, muss schauen, in welchen Märkten hat sich da wirklich was verändert, weil das könnte passieren und das passiert ja immer wieder. Ich habe gerade gestern auch ein Video von einem Kollegen gesehen, der systematisch tradet und ja, wir sind alle natürlich Gewohnheitstiere überwiegend und viele finden das schrecklich, wenn ein System nicht mehr funktioniert. Das ist aber die Realität. Es wird immer wieder passieren, dass wir irgendetwas nutzen, was dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Deshalb Prinzip der Masse, nicht nur in einem Markt anwenden, 10, 12, 15 Märkte damit nutzen und das über einen langen Zeitraum, nicht nur zwei, drei Signale, weil die werden immer mal fehlschlagen oder nicht gut getimt sein. Dann kann ich dieser Sorge, die wir ja alle haben,
und auch berechtigterweise haben, entgegenwirken, weil das ist überall etwas nicht mehr funktioniert oder dass gleichzeitig zig Dutzende Systeme nicht mehr funktionieren, das halte ich für sehr, sehr unrealistisch und sehr unwahrscheinlich. Okay, super. Dann kam jetzt gerade die Frage von Bernhard, wenn du den Chart noch mal kurz auflassen kannst, den du gerade hattest. Genau, da gibt es jetzt die Frage, ob es einen fundamentalen Grund dafür gibt, dass die Shortquoten beim Open Interest sukzessive gen Süden verlaufen. Also am Anfang siehst du ja im Chart links, dass wir knapp oberhalb von 50% notieren und dann geht es irgendwann Ja, runter Richtung 40, 30%. den Ob es da einen fundamentalen Grund dafür gibt. hatten wir gerade schon besprochen. Ich hatte ja gesagt, das ist die Zeit hier, in der die Zinsen natürlich extrem niedrig waren und wir quantitativ Easings bekommen haben. Durch niedrige Zinsen und durch finanzielle Stimulation haben sich die ganzen Märkte, schaut euch einfach mal die langfristigen Charts an, da haben sich die Open Interests immer gedehnt, das heißt, es ist viel mehr Liquidität in die Märkte geflossen. Also kann natürlich jemand in einer Phase hoher Zinsen bzw. steigender Zinsen kommt in der Regel kein so großes neues Kapital dazu. Deshalb funktionieren dann dort auch solche Oszillationsgrenzen, wie man sie bis 2010 hatte. Das funktioniert sehr gut. Da konnte man sich orientieren. Irgendwo so bei 50% war immer eigentlich ganz günstig zu kaufen und bei 70, 75% zu verkaufen. Und das hat sich dann natürlich gedehnt. Warum? Was ist in der Zeit passiert? Wir hatten 2008 natürlich das Platzen der Immobilienblase in den USA, darauf folgten dann massive Zinssenkungen und dann kamen eben etliche quantitativ Easings, die bis ins Jahr 2014 eben andauerten und sowas wirkt immer, diese ganzen finanziellen Stimulationen wirken somit bis zu 2, 2,5 Jahren Zeitversatz. Das heißt, wenn wir 2014 das letzte quantitativ Easing haben, dann wirkt das bis ins Jahr 2016, 2017 vielleicht sogar hinein. Und das war der Grund, also einer der Hauptgründe meiner Erfahrung nach, dass sich das alles gedehnt hat. Open Interests sind aufgegangen. Es konnte also einfach viel mehr mit diesem billigen Geld gemacht werden. Und das war eben das, was wir eben auch schon besprochen haben. Also von den Zinsen her kann man das einigermaßen einschätzen. Und das ist auch wieder der entscheidende Punkt. Wir haben ja oft darüber gesprochen. Man guckt ein bisschen zurück, sagt, ach, System funktioniert nicht mehr. Ich habe das auch schon in Updates zu der Million-Dollar-Challenge gesagt. Die Sachen, die uns in den letzten Jahren die systematisch sind, die ich schon sehr lange mache und die in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert haben vom Timing her. Da ist man ja im ersten Reflex schnell dabei, dass man sagt, ja, okay, das kann man nicht mehr nutzen, das hat jetzt schon dreimal nicht funktioniert. Die werden, weil der Grund jetzt oder die Grundlage, die fundamentale Grundlage wieder eine andere ist, werden die meiner Überzeugung nach, das werden wir natürlich erst in 2, 3, 4 Jahren dann wirklich auch wissen, aber die werden wieder gut funktionieren. Das heißt, meiner Meinung nach, wenn wir jetzt diese neuen Oszillationsgrenzen benutzen und das liegt hier ungefähr bei 30, 35% unten und bei 70% oben. Also wenn wir diesen neuen Oszillationsbereich benutzen, dann wird das jetzt vom Timing künftig wieder besser sein, weil wir haben ein Umfeld, in dem Liquidität aus den Märkten abgezogen wird, Quantitative Easings sind beendet, Zinsen steigen in den USA schon deutlich, Europa wird nachziehen, andere Bereiche, andere Regionen werden auch nachziehen. Also das ist immer das, was bewirkt, dass solche Oszillationsbereiche mal dehnen, also mal sich ausdehnen und mal auch wirklich beständig bleiben. Heißt also auch, man sollte das ist natürlich auch eine Sache, die habe ich jetzt vor 7, 8 Jahren war mir das nicht bewusst. Das ist ja das, was man auch, was so spannend an diesem ganzen Geschäft ist. Selbst nach 15, 20, selbst nach 30 Jahren wird man immer wieder Situationen zum ersten Mal haben. Wird sie vielleicht nicht gleich verstehen, aber irgendwann kann man die Kausalitäten dann besser ordnen und dann hat man wieder was dazugelernt. Also hätte ich das vor 5, 6 Jahren schon mir bewusst gemacht gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders umgegangen mit dieser Situation damals im Café. Aber ja, habe ich damals nicht gewusst, habe mir es nicht bewusst gemacht und dadurch habe ich das natürlich suboptimal genutzt vom Timing, aber am Ende war es ja dann doch noch sehr erfolgreich. Nur solche Kausalitäten sich bewusst zu machen, ist schon sehr, sehr wichtig, weil ansonsten hat man immer als Bemessungsgrundlage, nutzt man das oder nutzt man es nicht mehr, immer nur die Ergebnisse. Und wenn die 2, 3 Mal schlecht waren, 2, 3 Jahre lang hat es nicht funktioniert, da wird das kein Mensch mehr durchhandeln. Und deshalb, ich glaube, weshalb wir auch das RW Mentoring überhaupt gestartet hatten seinerzeit, weil ich immer mehr zu der Erkenntnis gekommen bin, es reicht eben nicht, wenn man Leuten einfach nur Regelwerke gibt, weil es zwar in der Theorie so ist, wenn man sagt, okay, macht es einfach 1.000 Mal oder 500 Mal und dann hast du Geld verdient. Das klingt zwar schön, aber Menschen sind keine Maschinen.
Von daher werden immer Emotionen mit reinspielen und es werden viel, viel schneller Verunsicherungen aufkommen, Ängste, Zweifel, so dass es eben nicht ausreicht, einfach nur Regelwerke an die Hand zu geben. Meiner Erfahrung nach können Leute, die das Fundamentale, die fundamentalen Gründe, warum etwas funktioniert, warum es auch nicht funktioniert, die diese Gründe nicht verstanden haben, werden das ganz, ganz schwer dauerhaft durchhandeln können. Wenn ich aber verstanden habe, woher kommt so etwas, warum ist es manchmal so entzerrt, warum ist es dann wieder gut vom Timing her, wenn ich das verstanden habe, werde ich sehr viel besser damit umgehen. Deshalb glaube ich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Okay, super. Dann kam jetzt noch die Frage rein, weil du eben gesagt hattest, die Terminstruktur bei Kaffee hat sich aufgehellt, was damit genau zu bedeuten oder was es zu bedeuten hat, oder was ich damit ausdrücken möchte. Also einzelne Liefertermine haben natürlich verschiedene Preise. Also der Märzkontrakt ist jetzt expiriert, jetzt ist der Maikontrakt der nächste Kontrakt, der hat einen bestimmten Preis, der steht bei, was weiß ich, bei 100, der nächste Kontrakt steht bei 108 und so weiter. Und naturgemäß ist es so, dass Kaufdruck und auch Verkaufsdruck über die vorderen Kontrakte kommen, weil die am liquidesten sind und weil, wenn es eine Unterdeckung gibt oder wenn es beziehungsweise wenn es eine Angebotsstelle gibt, dann muss natürlich über den Frontkontrakt gekauft werden. Das heißt, normalerweise sieht man, dass vor und bei einem Preisanstieg die vorderen Kontrakte, also die ersten Liefertermine, die nächsten Liefertermine, dass die relativ gesehen stärker sind als die hinteren. Also könnte zum Beispiel sein, die vorderen Kontrakte, der erste Kontrakt legt 1% zu, der zweite Kontrakt legt 0,9% zu am gleichen Tag. Die werden ja unterschiedlich stark auch gekauft und haben unterschiedliche Volumina, haben wir uns auch hier schon angeschaut. Und die hinteren Kontrakte werden halt nicht so stark gekauft. Normalerweise sieht man relative Stärke vorne. Das heißt, dass die anderen outperformen. Also wenn der vordere 1% zulegt, legt der hintere vielleicht nur 0,9% zu. Einer der hinteren Kontrakte. Und relative Stärke, also bei den Frontkontrakten, das ist damit gemeint. Haben wir uns auch hier schon mal angeschaut, können wir aber gerne demnächst nochmal machen. Ist aber ein Thema, was man hier und auch jetzt nicht eingebettet in eine Ausbildung schwer erschöpfend thematisieren kann, weil es schon ein bisschen komplexer ist. Das haben wir auch im RW Mentoring und im Master Trading machen wir das. Also das können wir hier nur anreißen, aber es ist ein relatives Stärkeprinzip, dass die nahen Liefertermine relative Stärke gegenüber den hinteren haben. Okay, Link zur Ausbildung habe ich auch mal reinkopiert in den Chat. Wer da Interesse hat, sich mal zu informieren, kann dort draufklicken. Und jetzt letzte Frage zum Kaffee. Scheint ja auch relativ großes Interesse hier zu sein vom Hartmut. Der fragt, gibt es eine Korrelation zwischen Kaffee und Zucker? Ja, die ist ja riesig. Also auch darüber haben wir im RW Mentoring gesprochen, was es damit auf sich hat. Ich hatte ja, und da muss ich heute ein bisschen schmunzeln drüber, ich hatte früher, ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich weiß, dass man Zucker reinschüttet. Ich hatte früher mir immer gedacht, ja klar sind die korreliert, weil da, wo Kaffee verbraucht wird, wird ja auch Zucker verbraucht. Das ist zwar jetzt kein kompletter Käse, aber die eigentliche Korrelation liegt natürlich daran, dass Brasilien eines der Hauptproduktion oder das größte Produktionsland sowohl für Kaffee als auch oder der größte Exporteur, sagen wir es mal so, für Kaffee und auch für Zucker ist. Also gleiche Anbauregion oder ähnliche Anbauregion, ähnliche Wettereinflüsse, gleiche Zinsen, also Leitzinsen in Brasilien, gleiche Währung, die darauf wirkt. Deshalb sind die natürlich korreliert. Und man kann oftmals sehen, dass einer der beiden Märkte mit ein paar Wochen Vorlauf schon anzieht und dann kommt der andere hinterher. Ist nicht immer so, aber die sind natürlich sehr stark korreliert. Und Orangensaft, den wir ja jetzt hier sehen, damit ist die elegante Überleitung dazu geschafft, ist auch korreliert, weil auch Orangensaft oder auch Orangen werden neben In Florida, den Kaffee geschüttet. so müsste man mal ausprobieren, auch die werden zu einem großen Teil auch in Brasilien angebaut. Also von daher sind diese drei Märkte schon auch sehr korreliert miteinander. Sollte man immer berücksichtigen, was ja bei vielen der Fall ist. Ich kenne viele aus den Coachings auch, die einfach zu starke Klumpen gebildet haben und voll im Kaffee drin sind und voll im Zucker drin sind. Wenn das läuft, wenn diese beiden Märkte laufen, natürlich super, schaffen so eine riesen Outperformance. Wenn sie aber diesen Streuungsgedanken ansonsten völlig außer Acht gelassen haben und nur in diesen beiden Märkten drin sind, die sind natürlich hochgradig korreliert. Das heißt, das wird dann immer ein Klumpenrisiko sein. Wenn es läuft, super. Wenn es nicht läuft, richtig beschissen auf Deutsch gesagt. Sollte man immer darauf achten. Deshalb viel mehr als zwei Märkte und als zwei Setups handeln. Ganz, ganz wichtig. Ja, okay, jetzt kam gerade noch die Frage, aber ich denke mal, das wirst du ja oder hast du ja in der Ausbildung besprochen.
Dass wir jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen, aber ihr fragt nämlich gerade der Klaus Dieter, wie denn die Korrelation ist, wie da der Zeitversatz ist. Ja, da gibt es keinen festen. Das variiert immer mal so ein bisschen. Vieles ist so in einem Zeitfenster so von 6 bis 10 Wochen. Aber das ist keine beständige Korrelation. Wenn es so wäre, wäre es schön. Manchmal passiert das auch gar nicht. Also das ist immer schwer zu sagen, weil die natürlich auch schon auch in unterschiedlichen Höhenlagen natürlich angebaut werden und unterschiedliches Klima brauchen. Deshalb kriegt man da keine beständige Korrelation hin. Das haben wir auch in der Ausbildung besprochen oder haben uns da die ganzen Korrelationen angeschaut. Und da sieht man, dass die wenigsten Märkte auf lange Sicht eine starke Korrelation haben miteinander. Also das ist auch nochmal sehr, sehr schwierig. Ja, denke ich auch. Sonst, wenn man das hätte, dass man sicher wüsste, immer 8 Wochen später fängt der andere Markt an zu steigen oder zu fallen, das wäre natürlich was Feines, das ist richtig. So, dann sind wir soweit mit den Fragen erstmal durch. Du kannst dann weitermachen. Genau, nächster Markt, wir hatten eben schon die seichte Überleitung dazu, ist Orangensaft. Da ist es wiederum so, da schaue ich nicht primär auf die Produzenten, könnte man auch machen, aber ich schaue dort auf das Managed Money. Also das sind eben ja Banken, Hedgefonds und so weiter. Die sind im Long Open Interest ganz, ganz gering vertreten, im Moment mit 3,2%. Das heißt also von den Long-Positionen, die sind fast nicht existent. Also da sind ganz, ganz, die Spekulanten sind ganz, ganz niedrig nur auf der Long-Seite positioniert. Heißt also, der Markt könnte in der Nähe eines Tiefs sein. Wir gucken uns das mal an. Wir sehen hier auch Orangensaftpreis oben mit der dunklen Linie und hier unten sehen wir die Produzenten-Shorts. Das ist die blaue Linie. Das oszilliert so zwischen 40 und 80, 90%. Und hier diese rote Linie ist das Managed Money. Die Longs, der Anteil im Open Interest auf der Long-Seite. Und da sehen wir, dass das hat sich auch ein bisschen gedehnt. Auch so hier ab 2010, 2012. Da ist das auch noch mal viel extremer geworden. Und wir hatten jetzt auch ein paar Situationen im Jahr 2017 und im Jahr 2018 auch, wo tatsächlich, das ist jetzt auch noch nicht die ganz aktuelle Chartdarstellung, sondern das ist das, was eben von vor ein paar Monaten noch war. Da sehen wir auch, dass es diese Konstellation, dass das Managed Money 2% war, glaube ich, das Niedrigste, was ich jemals gesehen habe. 2,3 oder 2,5%. Also das ist so im Bereich um 2 bis 3% nur bei den Longs positioniert war oder beteiligt war. Das gab es schon ein paar Mal und wenn man dann mal an der Stelle hier mit der Maus hochfährt, sieht man, das war ein relatives Tief im Orangensaftpreis. Hier hatten wir das auch. Das war auch ein relatives Tief. Und hier haben wir auch so eine Konstellation gehabt, 2014. Da waren wir so ungefähr bei 4%. Also auch jetzt nicht so weit weg von dem aktuellen Niveau. Wenn man da mit der Maus hochfährt, kommen wir hier raus. Da gab es auch einen Schub immerhin. Das sieht jetzt nur nach so einem kleinen Häkchen aus. Aber erstens mal war es perspektivisch auf Sicht mehrerer Jahre gar nicht mal so bescheuert, wenn man hier bei 125, 130 eingestiegen ist. Und die unmittelbare Reaktion, und das ist ja das Entscheidende, das ging erstmal von 125 auf 150 rauf. Und so eine Bewegung, wenn man die mitnehmen kann, mir reicht das schon für einen Trade. Also hier haben wir auch, bei Orangensaft haben wir auch eine potenziell interessante Konstellation. Aber auch hier muss man natürlich wissen, wir hatten im vergangenen Erntejahr einfach auch keine wirklichen Störfeuer in Form von Frostschäden oder dergleichen. Deshalb haben wir auch da noch einen anhaltenden Preisdruck. Wir kommen jetzt in so eine Region, so 100 herum bis 115. Das ist eigentlich so der erste wesentliche Kaufbereich, kann man ja hier in der Vergangenheit sehen. Wenn man hier die Historie sich anschaut, bis ins Jahr 2006 zurück, dann waren eigentlich so Käufe in der Region 100 bis 110. Hier. Die waren immer ganz gut, war immer ganz gut getimt, aber es gibt immer Ausreißer, es gibt immer mal Ausnahmefälle. Es gab halt auch schon mal den Fall, dass dieser Kauf, wenn man bei 100 gekauft hat oder bei 110, wäre 2, 3 Jahre später auch fett im Gewinn gewesen. Aber es gab halt auch noch mal diesen Schlenker hier bis in Richtung, da waren wir glaube ich sogar bei 68 Cent oder bei 65 Cent zwischenzeitlich. Das ist eben der Punkt. Wir verwenden Dinge, die fundamental sinnvoll sind und die langfristig funktionieren. Aber es wird von allem immer mal einen Ausreißer geben.
und mit den Ausreißern können die wenigsten umgehen. Wenn sowas mal passiert ist, wenn jetzt jemand angenommen hier im Jahr 2007 ein Seminar besucht hat und irgendeiner erzählt dort, naja, da kannst du immer im Bereich um 100 bis 110 kannst du dir das reinlegen und bei 200 verkaufst du das, das ist bei dem Markt tatsächlich so simpel eigentlich, dann hat er diese Situation hier erlebt und wahrscheinlich möglicherweise ein-, zweimal ordentlichen Schiffbruch erlitten. Wenn man das aussitzen kann, ja, kein Problem. Wahrscheinlich die wenigsten können und würden sowas aussitzen. Verbrieft gehandelt, wird man hier mindestens einmal rausgehauen worden sein, Knockout erlebt haben mit seinem Einsatz, wieder neu reingegangen sein müssen. Also man sieht, das ist das Problem, mit den zeitlichen und preislichen Varianzen umzugehen und auch mit den Ausreißern und dann trotzdem weiterzumachen, um dann diese Regelmäßigkeit wieder zu nutzen. Das ist die große Herausforderung. Deshalb muss man streuen, deshalb muss man die Einsätze auch überschaubar halten, weil ich werde Fehlschläge haben. Ich kenne keinen Trader, der sie nicht hat. Und die wenigsten befassen sich aber damit, wie viele Fehlschläge kann es geben, wie stark kann das variieren. Und so kann es passieren, dass man Dinge nutzt, die grundsätzlich funktionieren. Wenn man jetzt einen Backtest machen würde, also könnte man jetzt machen zum Beispiel, man könnte einen Backtest machen und sagen, okay, das System ist ganz simpel, ich kaufe immer bei 110 den Orangensaft und verkaufe ihn bei 180. So, wenn man einen Backtest machen würde, würde rauskommen, Trefferquote 100%, hat so und so viel verdient. So, in dem Moment, wo ich dort einen Stop reinbaue, von, sagen wir mal, 20%, würde das Ergebnis schon mal schlechter werden, weil ich dann hier halt schon mal ausgestoppt worden wäre. Also, es gibt Dinge, die funktionieren, aber unsere Kapitaldecke ist vielleicht zu gering. Unsere Hebel sind zu hoch, unser Durchhaltevermögen, unsere Geduld sind zu klein. Das hätte auch hier funktioniert. Nur, wenn wir ehrlich sind, wer bei 110 kauft und das Ding steht irgendwann bei 70, selbst wenn er das durchhalten will, ob das Konto das mitmacht, ob es Produkte gibt, wenn man Derivate handelt, die so einen Puffer haben, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und wenn, dann sind die so niedrig gehebelt, dass man auf der Gewinnseite halt auch kaum profitiert. Also funktioniert, aber hier wird man ein, zwei Mal ordentlich eins gewischt bekommen haben, um es mal in der Sprache der Elektriker zu sagen. Und das ist das Problem. Und ich würde jedem raten, sich viel mehr genau damit auseinanderzusetzen. Bei mir ist es so, ich kenne die Ausreißer. Das ist das, womit ich mich immer als erstes befasse. Ich weiß, als es mal, um es mal flapsig zu formulieren, als es beschissen gelaufen ist, wie beschissen lief es denn? Wie lange hat es gedauert? Wie stark waren die Varianzen? Wie viele Versuche habe ich gebraucht? Und wenn ich das weiß und damit okay bin und das einplane, dann werde ich davon auch profitieren können. Aber wenn jetzt jemand einfach nur sagt, okay, das klingt ganz plausibel, ich probiere es mal. Ja, das kann gut sein, dass wir jetzt eine Situation haben, man kauft bei 110. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Limit im Markt, im Trading Room, was in der Nähe dort liegt. Man kauft dort und vielleicht gibt es jetzt tatsächlich mal einen Absacker bis in Richtung 80 Cent. So. Und wenn das so wäre, wäre natürlich dann sofort das Geschrei groß, siehst du, funktioniert alles nicht mehr. Das funktioniert schon, aber es funktioniert eben nur, wenn ich es in mehreren Märkten mache und wenn ich es in diesem Markt auch und in jedem anderen Markt auch wiederum über einen langen Zeitraum mit vielen Wiederholungen mache, weil es immer Ausreißer geben wird. Und naja, jeder kann es ja für sich einfach mal Revue passieren lassen, würde ich auf jeden Fall raten, einfach mal zu gucken, wie waren denn die Systeme, die man gehandelt hat? Wie wäre es denn weitergegangen, wenn man sie weitergehandelt hätte? Da wird man meistens feststellen, es wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Man hat sie einfach zu früh im Endeffekt aufgegeben. Selbst wenn es vielleicht nach 2, 3 Jahren so war, man hat sie zu früh aufgegeben. Und sich mit solchen Konstellationen auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, das A und O. Und das ist aber halt das, was die wenigsten machen. Also hier haben wir auch, wir schauen nochmal drauf, die Beschriftung hier ist noch von dem vorherigen Slide, also nicht irritieren lassen davon. 3,2% der Longs im Open Interest kommen vom Managed Money. Das ist sehr wenig, das ist historisch betrachtet sehr wenig. In der Vergangenheit gab es dann immer Anstiege, aber es gab halt auch manchmal nur kurze Reaktionen. Danach ging es weiter gen Süden. Und Orangensaft ist jetzt zum Beispiel von der Terminstruktur her, weil wir das eben gerade auch erwähnt hatten, hat sich jetzt zuletzt nochmal deutlich verschlechtert. Deshalb habe ich auch das Limit nach unten gezogen dort. Wir werden das ja im Trading Room dann auch immer wieder intensiv besprechen. Aber ist ein Markt, der wird vom Preisniveau her in Richtung 100 immer interessant. Und hier von der Positionierung ist es auch ganz interessant. Also dieser Markt ist natürlich extrem eng, ist sehr volatil, muss man auch immer aufpassen. Ich würde mal behaupten, dass dort
Es gibt, glaube ich, wenn überhaupt, gibt es wenige Derivate. Wir haben das, glaube ich, immer über ETFs abgebildet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was natürlich auch daran liegt, alleine im Future hat man teilweise schon ein, ja, 0,3 bis 0,5% Spread phasenweise. Und ist natürlich ein sehr wilder Markt, wo man sehr schnell viel gewinnen, aber auch sehr schnell viel verlieren kann. Ist also auch nicht einfach, dann Produkte zu finden, die zu diesem Vehikel passen. Das ist dann eben der nächste Punkt. Wenn man Futures nicht handeln kann oder nicht handeln will, bei CFDs wird man große Spreads haben. Man wird bei verbrieften Produkten wahrscheinlich nicht viel finden, was so wirklich gut ist oder was wirklich kompatibel ist. Also das ist auch immer noch mal das Problem. Nicht nur analysiere ich den Markt richtig, sondern habe ich überhaupt die Möglichkeiten vom Finanziellen her und von den Produkten her, die ich handeln kann, um davon profitieren zu können. Das ist halt auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe gerade mal geschaut, René. Also es gibt momentan in der Tat nur vier Turbolongs, die man überhaupt handeln könnte. Und der niedrigste hat einen Hebel von 3. Dort ist die Knockout-Schwelle bei 82, 55 oder 86, nee, 82, 55. Das heißt, du hast ja gesagt, es könnte rein theoretisch bis 80 gehen. Wenn man sowas einplant, dann gibt es im Moment dort quasi kein Produkt, was da passen würde. Aber hatten wir ja schon mal besprochen. Wir hatten ja bei den ein oder anderen Emittenten nochmal nachgefragt, ob dort was Ja. aufgelegt werden könnte. Aber es hieß ja dann, dass dass Orangensaft zu illiquide ist, dass es nicht aufgelegt werden kann. Von daher gibt es momentan nur diese vier Produkte. Aber da sieht man wieder klar, das muss natürlich auch noch dazu passen, dass man das entsprechende Produkt findet. Ich gehe aber davon aus, sollte der Orangensaftpreis jetzt wirklich fallen weiter, dass dann auch neue Produkte nachgelegt werden. Aber gerade bei so Werten, die natürlich nicht häufig gehandelt werden, kann es natürlich auch dauern, bis danach emittiert wird, aber im Zweifel könnten wir dann natürlich auch mal nachfragen. Aber klar, man sieht auch, die Spreads sind auch etwas höher, müsste man sich dann nochmal genau anschauen. Genau. Ja, das ist immer das Schwierige. Ich habe ja genau dieses Problem auch dann in der Million-Dollar-Challenge teilweise, dass wir haben dort bestimmt vier, fünf Märkte, wo wir recht zuverlässige Setups hatten, ob das jetzt Lumber war, Hafer, Orange Juice, Magerschwein und so weiter, Live Cattle, solche Geschichten. Und man kann manche Märkte auch bei Orangensaft, da kann man ja keiner Bank böse sein. Die müssen sich ja absichern können. Und schaut euch mal die Markttiefe an im Orangensaft. Da krieg ja ich habe ein System, wenn ich das handle, wenn ich das jetzt einem Zweiten sagen würde, würde ich mir selbst den Preis kaputt machen. Also da liegt ein Kontrakt irgendwo und dann dauert es lange, bis der nächste kommt. Unmöglich, sich da zu hedgen. Und das ist das Problem. Man kann eben nicht alles nutzen für Futures. Ist vielleicht die Kapitaldecke zu klein, dass darauf keine Zertifikate in großem Maße emittiert werden, ist nachvollziehbar. Und so hat jeder von uns irgendwo seine Einschränkungen und es gibt immer wieder Limitierungen. Und damit muss man eben auch zurechtkommen. Bei Platin ist das ein bisschen anders. Da gibt es eigentlich ganz gut Produkte, weil da auch die Absicherungen besser funktionieren. Platin sehr schwach gewesen lange Zeit. Ist jetzt auch so ein bisschen dadurch durch Palladium, durch die Rallye im Palladium jetzt auch so langsam mal ein wenig angesprungen, aber insgesamt natürlich sehr enttäuschend. Aber da kann man auch sehen, bezogen auf die letzten 15 Jahre, sogar fast 20 Jahre, haben wir hier so im Bereich um 800, 780, 800. Das ist eigentlich immer ein Bereich, wo man sagen kann, okay, da ist es mal ganz interessant zu kaufen, potenziell. Platin ist im Moment $650 günstiger als Palladium. Das ist schon mal ganz ordentlich. Da gab es ja 2000 auch riesige Substitutionen. Da war 2000 auf 2001. Da war der Platinpreis auch so irgendwo zwischen 500 und 600 in dieser Region. Palladium war damals bei 1100 ungefähr. Und dann ist Palladium eingebrochen und Platin schoss nach oben, weil es eben diese Substitution gab, weil Palladium sehr viel teurer geworden war als Platin. Und ich gehe davon aus, dass es das auch wieder passieren wird. Nur wir werden keine Post geschickt bekommen, sondern das wird eine Spekulation sein, die man dort aufmachen muss. COT-Daten sind hier auch ganz bullisch gewesen im Jahr 2018, wenn man langfristig orientiert ist. Wir haben erstmals seit über 10 Jahren gesehen, dass die Commercials netto long waren. Das ist also ein produzentendominierter Markt. Das sieht man daran, dass die rote Linie, also die Commercial-Positionen, fast immer durchgängig short sind. Also mal mehr, mal weniger, aber immer durchgängig short, weil Produzenten treten eben am Terminmarkt
als Futures-Verkäufer auf und sind tendenziell natürlich dann netto short. Also netto bedeutet ja, es gibt meinetwegen 10 Produzenten. Jeder hat einen Kontrakt meinetwegen, um es mal grob vereinfacht zu sagen. 2 Stück haben jeweils einen Kontrakt long gekauft und 8 Stück haben jeweils einen Kontrakt short. Und dann ist die Nettoposition eben -6. Also ganz einfache Nettorechnung. Und hier sehen wir, dass das ganz selten vorkommt, dass die an der Nulllinie sind oder sogar drüber. Und das war 2001 auch der Fall, bevor es diese riesige Rallye gegeben hat. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier eine Verdopplung oder Verdreifachung sehen werden. Das wäre schön, aber ist auch ein bisschen illusorisch. Wir haben andere Rahmenbedingungen jetzt, aber ich gehe davon aus, dass Platin hier tatsächlich eine gute Chance hat, dass es nach unten jetzt nicht so riesig mehr fallen wird und dass es eine gute Chance hat, hier ja locker 20-30% zuzulegen auf Sicht von 1-2 Jahren. Schaut also, wenn es in die Region um 800 kommt, immer ganz interessant aus und auch vom COT-Report, wo wir im Herbst letzten Jahres dann so eine Extrempositionierung hatten, schaut das eigentlich ganz gut aus. Mittlerweile der Preis auch ein bisschen angesprungen, hatten wir ja neulich auch schon besprochen. Ein anderer Markt, der noch interessant ist hier von den COT-Daten, ist der mexikanische Peso. Da werden die wenigsten aktiv sein. Auch da müsste man schauen, da ist der Ingmar kompetenter als ich, ob man gescheite Produkte findet. Mexikanischer Peso ist insofern interessant, als er A, im Abwärtstrend ist und B, haben wir hier eine Konstellation, wo wir sehen, dass die Commercials sehr stark abgesichert sind, also ungefähr mit knapp 87.720 Kontrakten abgesichert. Und wenn man da auch einfach nur schaut, diese rote Linie, wenn die ungefähr hier in der Nähe der 100.000 war, der minus 100.000, was ist passiert? Hier war das der Fall, der Preis fiel. Hier war das der Fall, der Preis fiel. Hier war das der Fall, der Preis fiel. Hier war das der Fall, da ging es erstmal noch ein bisschen rauf, aber dann auch wieder runter. Ist also nicht immer perfekt vom Timing her. Hier war das der Fall, kurz rauf, dann Einbruch. Hier war das der Fall, kurz rauf, dann sackt es ab. Hier war das der Fall, auch da ein kurzer Schlenker nach oben, dann Einbruch und so weiter. Also ihr seht, wenn das in dieser Region war und das ist jetzt auch schon über ja 10, 12, 13 Jahre der Fall, oder fast 15 Jahre der Fall, dass wir diese Levels hier ziemlich stabil haben, war es eigentlich immer ganz gut, sich im Peso strategisch gesehen Short zu positionieren, beziehungsweise wenn es sich dann nochmal ein bisschen erholt hat, Short-Positionen zuzukaufen. Ist natürlich die Frage, gegen welche Währung handelt man das? Also Möglichkeiten wären natürlich dann Währungen, die man bullisch einschätzt. Also ich würde zum Beispiel gegenüber dem Euro, Euro steht vor einer Zinserhöhungsphase, ich denke, da sind wir nach unten meiner Meinung nach mit einem überschaubaren Risiko versehen. Also Euro long gegen Peso short, wenn es sowas gibt. Ansonsten klassisch natürlich mexikanischer Peso short gegen US-Dollar long. Das wäre wahrscheinlich das Gängigste. Also das wird man dann für sich herausfinden müssen. Muss man dann in Ruhe mal ausarbeiten, so etwas. Aber nee, ich, ganz kurz, ich habe gerade zwischendurch mal geschaut. Also es gibt beides, mexikanischer Peso gegen US-Dollar oder gegen Euro. Mhm. Bei der Société Générale, die sind die einzigen, die das gerade anbieten, soweit ich das sehe. Und jetzt muss man natürlich nur darauf achten. Und zwar hast du gesagt, ich gucke gerade mal ganz kurz, wie die Produkte ausgestaltet sind, weil ich glaube, die lauten nämlich Euro gegen mexikanischer Peso. Heißt also, müsst ihr genau die Richtung andersrum handeln. Mhm. Aber da schaue ich gerade nochmal nebenbei. Genau, also auf jeden Fall eine Abwertung des Peso wäre hier auf jeden Fall das, worauf man wetten kann und wetten sollte, aus meiner Sicht. Aber halt auch einkalkulieren, auch hier, man sieht es ja, manchmal ist das perfekt getimt, es fällt sofort. Und dann gibt es aber auch mal Situationen, wo das ein bisschen nach oben lief. Und dann dieses bisschen sollte man halt schon mal genau nachschauen. Also ich würde immer dazu raten, sich nicht an den tollen Signalen zu orientieren, sondern eben, wie war es in den Situationen, wo es nicht so doll war. Hier zum Beispiel war natürlich sensationell. Signal kommt, beziehungsweise wir waren ungefähr auf dem aktuellen Niveau mit den Absicherungspositionen und dann ist der Preis direkt und massiv gefallen. Aber das war natürlich dann auch eine andere Konstellation. Da gab es natürlich auch noch andere Faktoren. Aber hier zum Beispiel ist das nicht optimal gelaufen. Da hatte man hier bei 78, also bei 0,0
7,8 hatte man hier eine Short-Position eröffnet und dann ist das zwischenzeitlich auf 0,082 raufgegangen. Also ungefähr 5-6% nach oben. Das sollte man also als Toleranzraum haben, gerade weil ja viele dann auch unsicher sind, was sollten sie für einen Hebel nehmen, wie viel Toleranz muss man lassen. Man wird da ganz gut fahren, wenn man gestaffelt reingeht. Also das kann durchaus sein, dass wir jetzt noch einen Schlenker bekommen. Aber gerade diejenigen, die gerne Trades trendkonform aufmachen, da ist das ein Markt, der sehr interessant ist. Und da würde man mit dem übergeordneten Trend handeln und hat hier einfach ein enormes Potenzial auch dafür, dass sich dieser Trend fortsetzt. Nur auch hier natürlich wieder, das ist einer von Tausenden von Trades oder von Zehntausenden von Trades. Nur weil wir den jetzt hier besprochen haben, heißt es nicht, dass es der ultimative Trade ist, sondern das ist eben einer von vielen. Aber interessant, auf eine Abwertung des Peso zu setzen und ja, Toleranzraum. Es könnte jetzt kurzfristig in Richtung 0,055, 0,056 nochmal gehen, also so 10% nach oben. Das sollte man als Toleranzraum einkalkulieren. Da haben wir auch einen, ja, einen Widerstandsbereich. Und vielleicht ist es dann ganz clever, es zu staffeln. Die Hälfte jetzt rein und die Hälfte, falls das so zwischen 5 und 8% gegen eingelaufen ist, dann hat man einen ganz guten Mittelpreis und hat eine gesunde Spekulationsgrundlage. So mache ich das in solchen Situationen, vorausgesetzt, es gibt die Produkte dazu, das Konto gibt es her. Das ist da die Verfahrensweise. Wir hatten ja Genau, als René, also müsste man nur kurz, um das nochmal kurz fertigzustellen. Ich habe jetzt geschaut, also es gibt die Produkte von der SocGen mit Euro gegen mexikanischer Peso. Heißt also natürlich, dass man dann entsprechend genau die andere Richtung handeln muss. Wenn du wirst ja bist ja für Euro quasi bullig und für Genau. mexikanischen Peso bearish. Von daher müsste man dann im Endeffekt einen Long kaufen. Genau das gleiche auch für den US-Dollar gegen mexikanischen Peso. Gibt es aber beides. Genau. Wir hatten ja als zweites Thema oder als zweites großes Thema für heute das Market Profile. Da wir aber jetzt schon noch 3 Minuten haben und da das eine Sache ist, die locker eine halbe Stunde brauchen wird, würde ich vorschlagen, dass wir da nicht so durchhuschen, sondern dass wir das in Ruhe machen und werden das dann entweder am Donnerstag bei dem Webinar machen oder eben am nächsten Sonntag und das dann dort als erstes Thema behandeln. Auch da können wir natürlich und werden wir dann aktuelle Trading-Situationen beleuchten, weil wenn wir das jetzt hier so schnell hinrotzen, habt ihr nichts davon. Deshalb glaube ich, ist es besser zu sagen, okay, wir haben uns jetzt hier ja zig Märkte angeschaut, mexikanischer Peso, Platin, Orangensaft, Kaffee. Also einiges gerade auch da besprochen und wir werden das Thema Market Profile ein bisschen in Ruhe behandeln. Ich glaube, das wäre, wenn es für euch okay ist, sinnvoller, das dann entweder am Donnerstag zu machen, dass wir das da direkt mit reinpacken oder eben am nächsten Sonntag, damit wir da jetzt nicht so durchhuschen, weil ansonsten ist das, hat das überhaupt keinen Nutzen für euch. Ich glaube, da ist es besser, wenn wir diesen großen Themenblock hier gescheit abgehandelt haben und das dann in das nächste Webinar reinpacken. Ja, sehe ich genauso, René, weil es kam jetzt auch noch gerade die Frage, weiß ich nicht, ob wir da kurz darauf eingehen können, oder ob wir das auch dann am Donnerstag machen wollen, und zwar Gold und Silber. Die beiden Edelmetalle sind ja am Freitag ordentlich unter Druck gekommen. Da kam jetzt die Frage, was da los war, beziehungsweise wie die Situation da momentan aussieht. Weiß ich nicht, ob du jetzt auf die Schnelle darauf antworten kannst, möchtest, oder ob wir es lieber ausarbeiten sozusagen und dann am Donnerstag vorstellen. Sowohl als auch. Also gut, das ist natürlich auch sehr gut gelaufen in den letzten Monaten. Gerade Gold, ja von 11,70, glaube ich, in der Spitze auf 13,50. Ganz normaler Rücksetzer, dass das natürlich dann auch mal an einigen Tagen ein bisschen empfindlicher absackt, ist normal. Passiert auch oftmals an Freitagen. Freitage sind ja eigentlich die stärksten Tage. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass da, wo eine Regelmäßigkeit für eine Richtung besteht, wenn die ausgehebelt ist, dann ist eben halt auch in die Gegenrichtung das sehr stark ausgeprägt. Also eigentlich völlig normal. Wir haben einen Widerstandsbereich bei 13,50 bis 13,90. Dass es da jetzt nicht direkt durchgehen würde, war sehr wahrscheinlich. Forecast hatte auch angezeigt, dass es ab November steigen soll bis in den Februar und dass es dann erstmal so eine Verschnaufpause geben würde. Also von daher völlig normale Begebenheit. Langfristig, wenn man jetzt Trader ist, ist es meines Erachtens noch ein Ticken zu früh, da wieder reinzugehen.
wenn man jetzt kurzfristig ausgerichtet ist, aber jetzt langfristig, das, was wir ja hier oft besprochen haben, können wir auch gerne am Donnerstag nochmal draufschauen, auf diese beiden Märkte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will mich positionieren auf Sicht von 2, 3, 4, 5 Jahren, dann braucht man sich mit solchen einzelnen Tagen gar nicht auseinandersetzen. Also sollte man auch gar nicht machen, sondern dann hat man sein Investment, das wird nach oben schwanken, das wird nach unten schwanken. Und ich glaube, das ist immer, man kann da seine eigenen Macken und seine eigenen Ängste ganz gut erkennen, weil es hat sich ja auch kaum jemand gerührt, als das auch mal irgendwie 2% an einem Tag angestiegen ist. Aber wenn es da mal stärker rücksetzt, kriegt man natürlich sofort Angst. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Indiz dafür, wo man vielleicht auch noch Macken hat selbst. Das glaube ich auch, René. Habe ich nur gerade eben auch direkt gedacht. Wahrscheinlich, weil auch viel zu viele viel zu spät in den Markt reinspringen. Wir hatten das ja öfter besprochen oder zeigen wir immer wieder auf, dass wir antizyklisch in die Märkte reingehen. Ich zum Beispiel beim Goldpreis vor einiger Zeit schon ausgestiegen, weil ich super dabei war dann bei der Rallye. Und das ist halt die Frage, wann kommt man rein? Wenn man natürlich auf die x-te Bestätigung wartet und am besten haben schon 28 Börsenbriefe drüber geschrieben und 5 Zeitungen und noch die, naja, verschiedene andere Zeitungen. Wenn ich darauf natürlich warte, dann komme ich natürlich oftmals erst relativ spät in dem Prozess in diesen Trade rein. Und dann werde ich natürlich nervös, wenn der Trade relativ schnell dann auch gegen mich läuft. Ich glaube, dass das halt ein Riesenproblem ist. Wer jetzt natürlich schon seit Ende letzten Jahres dabei ist, der kann ja locker zugucken und kann sagen, okay, im Endeffekt bin ich schon weit vorne meiner Positionierung. Entweder ich setze einen engeren Stopp unter den letzten Zwischentiefs oder ich warte einfach ab, weil ich eh gut vorne liege. Aber wenn ich natürlich jetzt vor kurzem erst eingestiegen bin, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich erst 100 Bestätigungen brauche von allen Seiten, dann hat man natürlich ein Problem. Und ich glaube, dass das auch ein großer Unterschied ist zwischen diesem, oder das zeigt das auch wieder, zwischen dem antizyklischen Handel und dem trendfolgenden Handel, weil man natürlich dann spät reinkommt und dann hat man natürlich die Gefahr, dass es auch relativ schnell gegen einen läuft. Auf der anderen Seite, wenn man antizyklisch handelt, muss man natürlich sich gegen die Masse stellen, hat natürlich dann ganz andere Probleme, weil natürlich die ganze Masse ständig schreibt, es geht unter 1000, es wird immer weiter fallen, der Goldpreis sagt ab. Und da muss man natürlich die Nerven bewahren und sagen, okay, man stellt sich gegen die Position der anderen. Und das ist halt die Frage, wo jeder selber gucken muss, was für ihn besser passt. Aber ich glaube, dass deswegen natürlich auch viele nervös werden jetzt, weil der Goldpreis eben dann auf einmal jetzt abgesackt ist, nachdem wahrscheinlich man viel zu spät auch eingestiegen ist. Also hat Und es hat, das, ja, ja. also wie du schon sagst, es hat aber beides sein. Also man kann da generell nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter. Was ich für mich gelernt habe, aber man wird das, also ich mache es auch nicht perfekt, natürlich nicht. Wenn man antizyklisch reingeht, wird man manchmal überrannt. Das heißt, man ist zu früh dran oder man muss warten. Das Problem haben wir ja auch schon hier einige Male besprochen und das ist das, was mir auch immer wieder passiert. Man positioniert sich und natürlich nach 4, 5 Jahren sieht man, ach, das war ganz gut, dass man da unten gekauft hat. Aber erstmal hat man dann Schwankungen von 10, 20% gegen sich und es läuft vielleicht ewig lange seitwärts. Das ist dann auch nicht optimal, wenn man nach einem Bärenmarkt, der sehr ausgedehnt war, wenn man dann prozyklisch reingeht, ist man natürlich einen Ticken zu spät dran, erst einmal. Und wenn es dann zurücksetzt, wird man nervös. Das ist, es gibt da keine perfekte Lösung. Es hat beides sein Für und Wider. Ich glaube, grundsätzlich sollte man sich immer bewusst machen, oder sollte man sich viel mehr mal damit befassen, was man da überhaupt vorhat. Also wenn jetzt jemand ein Trader ist, dann ist er natürlich viel zu spät dran. Also wenn jemand jetzt eine Trading-Position aufgemacht hat, zuletzt irgendwie, weil der Goldpreis gestiegen ist, gestiegen ist, gestiegen ist, und dann hüpft er da rein, dann hat er das einfach unsystematisch gemacht, weil ein Trader hätte dann wahrscheinlich viel tiefer gekauft. Ich wüsste jetzt kein Signal, egal welchen Ansatz, selbst wenn man Ansätze nimmt, die ich nicht nutze, die vielleicht allgemein beliebt sind, gibt es nichts, was einen da jetzt in diesem Bereich oberhalb von 1300 in eine Position gebracht hätte. Also fällt mir nichts ein. Ich glaube, man sollte sich vielmehr natürlich bewusst machen, was will man denn da überhaupt damit machen? Also worauf setze ich denn? Setze ich, handle ich kurzfristige Trading-Signale? Dann wird man mit Sicherheit da jetzt nicht reingegangen sein. Handle ich nach Bauchgefühl? Das sollte man generell nicht machen, weil das hat keinen statistischen Vorteil. Oder hüpfe ich da rein und habe noch gar keinen Plan und hoffe, dass es weiter steigt und dass es nicht zurücksetzt und guck mal, wo ich so rausgehe. Das ist auch suboptimal. Wenn jetzt aber jemand sagt, naja, das ist jetzt günstig, also ein Kumpel von mir, der hat sich einfach dann wieder irgendwie physisches Gold gekauft vor ein paar Monaten, und hält das halt einfach ewig lange. Also wenn jetzt jemand das strategisch gekauft hat,
dann braucht er sich ja über solche Schwankungen keine Gedanken machen. Also ich glaube nicht, dass Warren Buffett, wenn der irgendwo in der Aktie drin ist, dass der dann da jeden Tag draufschaut und sagt, oh je, Apple 0,5% gefallen. Von daher, ich glaube, das ist vielmehr oftmals ein Problem, dass man keinen klaren Plan hat dafür. Wenn man einen Plan hat, wird es trotzdem manchmal fehlschlagen, aber ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Ich weiß, okay, jetzt läuft es gerade so und so weit gegen mich, muss ich irgendwie managen. Ich glaube, bei vielen, so war das bei mir jedenfalls in den ersten Jahren, man springt auf irgendetwas auf, weil man das Gefühl hat, das läuft jetzt ohne mich los, hat aber gar keinen Plan, ab welcher Schwelle man seine Gewinne mitnehmen würde, ab welcher Schwelle man seine Verluste realisieren würde. Und dann kommt da so ein emotionales Ding raus. Und das wird man natürlich nie gut managen, weil man natürlich, wenn es so runterknallt, also gefühlt runterknallt, weil jetzt eigentlich ja nicht so will, kriegt man natürlich Angst. Und ich glaube, da hilft nur, dass man einen Plan hat und dass man sich trotzdem dann aber bewusst macht, selbst wenn ich einen Plan habe, der wird auch mal serienweise fehlschlagen. Also auch das wird nicht angenehm immer sein. Nee, jetzt gerade kam noch eine Frage rein von Bernhard. Ich gebe das einfach mal weiter. Du hast ja eben von der Friday-Bull-Strategie quasi kurz gesprochen. Bum, bum, bum. Dann ist, ich sage jetzt mal zusammengefasst, schreibt er natürlich, wenn man sowas dann handelt, ist natürlich der Freitag doof, wenn das haut natürlich die, obwohl man systematisch richtig gehandelt hat. Aber du hast wahrscheinlich ja eine Preisbestätigung drin, die dich rausgehalten hat am Freitag, oder? Nee, da ist man auch reingekommen. Also das ist, aber das ist, sind einzelne Tage. Also dieses Setup zum Beispiel, dieses konkrete Setup, eine Preisbestätigung bringt da nicht viel. Die ist auch immer nur ganz klein. Die verhindert nur die ultimativen Katastrophen. Hat man in dem Fall dann trotzdem gehandelt. Nur das ist ja eine ganz simple, banale Logik. Und wenn ich sowas nutze, dann muss ich das über von vornherein sagen, okay, ich fange jetzt an zu traden und ich mache das in 5 Jahren, in 10 Jahren immer noch. Dann kann man sowas nutzen. Ansonsten muss man natürlich viel mehr ins Detail gehen, und muss viel mehr individuell arbeiten. Das sind ganz banale Systeme. Montags Anleihenmarkt Long unter bestimmten Bedingungen, freitags im Goldpreis Long. Das ist, muss ich aber über einen langen Zeitraum handeln, weil jeder, der die Equity kennt von der Strategie, hat gesehen, dass das Anfang der 2000er auch mal 5, 6 Jahre lang einfach nur seitwärts lief in der Equity. Man hat nichts verdient, hat auch nichts verloren, aber der große Performance-Push kam dann später. Das heißt, das hat einen langfristigen Effekt, aber kurzfristig kann es auch sein, dass da gar nichts passiert. Von daher, es wird allgemein in viel zu kurzen Zeitfenstern gedacht, also von jedem. Und ich musste es auch erst über die Jahre lernen, dass ich in ganz anderen Dimensionen denken muss. Und auch da würde ich eher dazu raten, ich habe das auch am Freitag gesagt im Trading Room, würde ich eher dazu raten, einfach mal anzufangen zu denken wie im normalen Leben. Keiner fängt doch irgendwie ein Studium, naja gut, wenige fangen, keiner fängt doch eine Berufsausbildung an, in dem Bewusstsein, ich werde jetzt mal irgendwie ein Jahr lang Häuser anstreichen, und danach muss ich ausgesorgt haben oder danach mal gucken. Also man fängt doch in der Regel, in der Mehrheit der Fälle fängt man doch etwas an, von dem man davon ausgeht, das werde ich ein Leben lang machen oder zumindest die nächsten 10 Jahre werde ich das machen. Und im Trading sind ja die Zeiträume, an denen wir etwas bemessen oder an denen wir Erfolge bemessen, die sind ja, halbes Jahr, ein Jahr, lasst es mal 2 Jahre sein. Und jetzt übertragt es einfach mal aufs normale Leben. Wo ist das denn so, dass jemand, der sich 2 Jahre mit etwas befasst, dass der es auf Masterniveau schafft? Also nirgends. Sänger nicht, Fußballer nicht, Sportler, Programmierer, niemand, in keinem Bereich. Also selbst bei dem einfachsten Beruf kann man ja immer unterschiedlicher Meinung sein, was ist einfach, aber man wird es nirgends auf Top-Niveau schaffen, man wird es auch nirgends schaffen, in dieser Zeit nachhaltig reich zu werden. Von daher ist die Planung völlig falsch, meiner Meinung nach. Also bei mir war es immer so, ich wusste, dass das am langen Ende funktioniert. Ich wusste, dass es eine Zeit lang auch immer wieder Phasen gibt, wo es nicht funktionieren wird. Aber das juckt mich nicht. Ich habe da eine ganz andere Geduld. Mich nerven auch manche Phasen, habe ich diese Woche auch gesagt im Trading Room. Mich nerven manche Phasen auch. Das merkt man dann auch. Aber ich weiß, dass die dazugehören. Und ich weiß, da ich es sowieso in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren immer noch machen werde, juckt mich das nicht. Aber wir sind viel zu sehr darum bemüht, kurzfristige Verluste zu vermeiden. Und letztlich, wenn ich etwas habe, was mir einen Vorteil bringt, dann muss ich jetzt nicht sagen, oh, letzten Freitag war blöd. Ja, das war ein Freitag und davor waren 3 Freitage vielleicht schön.
völlig egal, ich muss das hunderte von Malen machen und dann juckt mich dieser eine Freitag nicht. Und das ist, glaube ich, die völlig falsche Fokussierung. Da muss man ganz anders rangehen, meiner Meinung nach. Okay, super. Dann kam jetzt gerade nur noch ganz kurz ein Hinweis, dass gerade eben die Frage zu der Gold-Friday-Strategie, dass er beobachtet hat, na, das ist jetzt eine relativ lange Frage, wenn der Goldpreis Freitagmorgen über Donnerstagabend liegt und an Freitagen verliert, wenn man, naja, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, wenn man sowas beobachtet hat, sollte man natürlich einfach mal den Chart über die letzten Jahre zurückscrollen und das aufschreiben in einer Excel-Tabelle. Und wenn man merkt, dass man vielleicht eine Abwandlung hinbekommt oder es irgendwie optimieren kann, dann ist es natürlich super. Und dann kann man natürlich gerne auch, sagen wir immer wieder, auf uns auch zukommen. Dann können wir es gerne auch mal, wenn wir sehen, dass jemand die Mühe gemacht hat, vor allem auch und das mal über die letzten 2, 3 Jahre selber gebacktestet hat, beziehungsweise aufgeschrieben hat, dann können wir das natürlich gerne auch an den Programmierer weitergeben, an den Klaus Müller, der das Ganze dann mal programmiert und schaut, was über die letzten Jahre da rausgekommen wäre, wenn man das so gehandelt hätte. Das ist natürlich immer möglich. Dann vielleicht die letzte Frage, René, und zwar vom Jörg. Der schreibt, er konnte am Freitag leider nicht beim Live-Trading teilnehmen. Er fragt, ob du den Long im Palladium, der als Hedge gedacht war, glattgestellt hast oder ob der noch im Depot ist. Nee, der ist noch drin, aber wir haben eine Short-Position aufgemacht. Also wir sind jetzt zwei Kontrakte Short im Juni gegen einen Long im September, weil der Juni-Kontrakt beziehungsweise weil der September-Kontrakt einfach für eine Stop-Technik, wir haben ja da ein Monatssignal jetzt gehandelt, wäre das ungünstig. Normalerweise wäre das eigentlich der Weg gewesen, aber das sind so viele Ticks zwischen den einzelnen Ausführungen, dass ich mit dem Juni-Kontrakt besser fahre. Also netto ein Kontrakt short in diesem Markt. Okay, super. Alles klar, dann machen wir mit den Fragen soweit durch. Ich glaube, es kann sein, dass jetzt die ein oder andere noch reinkam, die nicht beantwortet wurde, aber wir sind jetzt auch schon 11 Minuten über der Zeit. Von daher würde ich euch bitten, wenn noch Fragen offen sind, einfach uns eine E-Mail zu schreiben oder ins nächste Webinar oder über Facebook zu kontaktieren, in unsere Gruppe, in die Trading Insights Gruppe. Ansonsten vielen Dank für eure ganzen Fragen. Vielen Dank vor allem auch für die ganzen positiven Feedbacks, die gerade schon wieder reinkamen in den letzten Minuten. Freut uns natürlich, schreibt auch der ein oder andere, dass wir zum Sonntagsprogramm mittlerweile gehören, nach dem Frühstück oder teilweise auch vor dem Frühstück. Das freut uns natürlich genauso, ist es natürlich bei uns auch. Ihr seid auch immer fest eingeplant. Von daher vielen Dank für eure Teilnahme. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Hat mal wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Webinar am Donnerstag. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche, gute Trades bis dahin auch und macht's gut. Schönen Sonntag und dann bis Donnerstag. Ciao. Ja, Webinar wurde wie immer aufgezeichnet. Wir werden es zeitnah hochladen auf den YouTube-Kanal. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche Handelswoche und am Donnerstag sehen wir uns dann und hören uns. Und da werden wir dann das Market Profile als eines der beiden Hauptthemen haben und werden das auf jeden Fall dann durcharbeiten. Also, bis dahin, macht's gut, ciao.